Okay. Da sitzt hier Loser Semis. Beiße vs. Repos. Haben wir schon ein paar Mal gesehen, auf jeden Fall. Ja, was kann man zu dem Matchup sagen? Ist schon ein bisschen überraschend, dass er links spielt, aber wenn man weiß, dass sein Main Duckhand ist, dann er doch nicht. Wenigstens kann Link gut killen. Aber ich weiß ja nicht. Das sollte schon deutlich, wirklich sehr schwierig werden für Beißel hier, den Sieg zu holen, aber man darf ihn nicht, man darf ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. Er hat schon mal mit Link ein Set von Repos gezogen. Gegen Rosa. Okay, aber jetzt sehen wir hier 29% sind auf Rosa drauf. Im Moment wird nur gejuggelt. 94% auf Link. Der muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Rosa wird auf jeden Fall weiter versuchen, ihn irgendwie mit Jab in die Luft zu kriegen. Oh, Dash Attack. Killt sowohl Luma als auch nur Luma. Okay. Oh, kranke Combo, aber so weit ist es dann doch nicht gekommen. War aber cool. Und jetzt ist es doch schon gar nicht so unscary. Oh! Air Dodge Read. Spot Dodge. Ne, Roll Read. Roll Read. Oh, ja, die Dare. Sehr starke Dare hier von Rosa. Von Rosa! Okay, Forward Air. Und da sehen wir den F-Smash. Gut, das ist es dann natürlich auch direkt. Aber 122%, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Das darf er natürlich nicht antsy werden und versuchen, sie zu killen. Allerdings reicht auch so gut wie jede Attacke von Link inzwischen. Oh, kommt er gar nicht mehr nach unten. Luma ist dann inzwischen auch schon relativ angeditscht. Sollte bald fliegen. Ja, das ist auf jeden Fall kein gutes Play von Beißel hier. Er muss sich auf jeden Fall was anderes ausdenken, außer der. Oh, killt das? Nee. Oh, Luma noch am Leben. Hat ihn da versucht, mit der Dash Attack zu erwischen. Okay. Oh, und das ist der Upsmash. Und das ist Nummer 2. Puh. Ganz schön auf den Kopf bekommen, Digga. Ja, jetzt natürlich. So, jetzt natürlich die Frage: War das schon alles oder hat er noch einen Plan? Okay, er nimmt FD. Da hat er das letzte Game auf jeden Fall gegen gewonnen. Gegen Repos. Mal. Ist auf jeden Fall eine gute Stage von Beißel. Aber hier auf jeden Fall wieder mit den ersten paar Prozenten für... Oh, 12% macht das. Krass. Hat er auf jeden Fall gut mit aufgeholt. Aber ein Whiff Grab heißt dann auch natürlich gleich wieder ein Grab, ein paar Up erst. Oh, da hat er ihn erwischt. Ist halt wirklich ziemlich schwer, die Air Dodges von Rosalina zu punishen. Weil sie verschwindet. Man weiß nicht so genau, wo die dann im Endeffekt landet. War es das schon? Ja. So ist das. Das ist hier übrigens ein Bo 5, also wird nicht das letzte Game sein. Egal, wie es ausgeht. Okay, Bombe liegt da. Und die Solo-Rosa ist gerade auf jeden Fall einfach zu viel für den sogenannten Ocket. Oh, da hat er... Nee. Oh. Die Link-Tricks hier von Brawl auf jeden Fall. Oh. Nee, das war's noch nicht. Ja! da wollte er ein bisschen torten. Ey, das... Ich glaube, das Game wird er noch verlieren. Ehrlich, nope. Ah, was war das denn?
Okay, also, wir sehen jetzt den Cloud von dem Orchid hier. Okay, ja, kann er auf jeden Fall versuchen. Ich weiß, dass er ein bisschen Cloud spielt, aber ganz ehrlich, nein, ich glaube das nicht. Aber mal schauen. Man weiß ja nie. Ich glaube halt, er wird einfach gegimpt. So schnell wie möglich offstage gebracht und gegimpt. Ja, mal schauen. Also, direkt erstmal. Sieht eigentlich genauso aus wie mit Link. Versucht mit der runter zu recovern, aber failed. Okay. Wird ein bisschen Limit geladen. Oh, da ist Limit. Was macht er mit? Ja, also Luma fliegt schon ganz schön rum. Vielleicht, wenn er den wegkriegt, dann könnte er ihn mit einer Combo vielleicht ganz gut wegkriegen. Aber 91-19%, uff. Und das ist Limit. Es war kein guter... Er hat versucht, Beach zu machen und damit Api ran zu recovern, weil er wusste, dass die Api nichts gemacht hätte, außer zu recovern. Aber dann ist er nicht mal mehr recovered. Oh, aber einfach ein F-Smash und das war's noch nicht. Krass. Hätte ich jetzt schon erwartet, ehrlich gesagt. Oh, direkt noch ein Up-Smash hinterher. Aber reicht auch nicht. War kein Sweet Spot. Luma ist jetzt wieder fast Full Health. Inzwischen hat Rebus auf jeden Fall auch ganz gut Übung gegen Cloud. Weil ich ihn immer damit zerstöre. Oh, und das ist das zweite Wasted Limit. Es hat so ein Pocket Cloud auf jeden Fall an sich, dass er... Dash Attack. Dass er gerne mal Limit im Turnier wasted. Dann geht es immer so lange gut, bis man dann im Turnier spielt. Und worauf es dann auch drauf ankommt. Ja. Oh. Ah. Oh. Oh, okay, ja. Hier der Gimp. Ja, und er hat verkackt. Und der ist damit vierter Platz. Und Skeddy, sehr, hier, Beißel auf jeden Fall sehr salty über seine Leistung. Tja, ja. 3-0.